Nächster Redner ist der Abgeordnete Daniel May für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Digitalisierung an Schulen ist für uns kein Selbstzweck, sondern sie muss dazu dienen, Möglichkeiten zur individuellen Förderung, vielen Dank, Möglichkeiten für motivierende Lern-Lehr-Settings zu schaffen. Aber andererseits muss sie auch dafür dienen, einen verantwortungsvollen Medieneinsatz, vor allen Dingen mit den digitalen Medien, zu lernen. Digitale Medien können also den Unterricht sehr sinnvoll bereichern, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und dies ist dann der Fall, wenn die digitalen Medien Lehrkräfte unterstützen und motivieren und eingängige Lernsettings ermöglichen. Wir können auch der Wiederholung dienen und Möglichkeiten der eigenständigen Arbeit schaffen. Aber klar ist auch, und ich finde, das muss, glaube ich, wenn man sozusagen auf 2 Jahre Pandemie zurückschaut, muss man es auch sagen, die Zeiten des Distanzunterrichts haben uns auch ganz deutlich gesagt, wo die Grenzen von Digitalisierung sind, nämlich dass ein guter Unterricht auch immer soziale Interaktion bedeutet, dass der Unterricht in Präsenz ein Wert an sich ist und dass eben Digitalisierung eine Ergänzung von sozialer Interaktion und von Präsenzunterricht ist, aber nicht sozusagen das eine das andere untersetzt. Und von daher kann Digitalisierung alle Phasen von Unterricht bereichern, aber sie kann keineswegs bewährte und Unterrichtskonzepte in Präsenz und deren Inhalte ersetzen. Und es ist doch richtig, die Pandemie hat uns nicht nur Grenzen von Digitalisierung aufgezeigt, sondern eben auch neue Möglichkeiten entwickelt. In der Notwendigkeit, Distanzunterricht zu machen, wurde viel Neues entwickelt. Viele Innovationen wurden von Lehrkräften, von Schulen erzeugt. Es wurde viel geschaffen, was auch nach der Pandemie oder sagen wir zumindest in dem Präsenzunterricht einerseits entlastend für die Lehrerinnen und Lehrer sein kann, andererseits anregend für die Schülerinnen und Schüler sein. Und unser Ansatz war, dass wir einerseits das, was wir vor der Pandemie auf den Weg gebracht haben, weiterführen, aber andererseits auch das, was in der Pandemie aus der Notwendigkeit, Neues zu schaffen, von den Lehrerinnen und Lehrern entwickelt wurde, dass wir das sichern und dass wir das eben in zukünftige Konzepte überführen. Und daraus haben wir diese Initiative für heute dann auch entwickelt, wo eben darauf hingewiesen wird, dass wir das, was Lehrkräfte entwickelt haben, dass wir das für alle Lehrkräfte, was die einzelnen Lehrkräfte entwickelt haben, dass wir das für alle Lehrkräfte darlegen wollen, dass wir einen Materialpool haben, wo Lehrkräfte einfach finden können, was für den Einsatz in der jeweiligen Jahrgangsstufe in welchem Fach gerade genutzt werden kann. Dass wir gesagt haben, Schulen haben sich auf den Weg gemacht, haben neue Konzepte entwickelt. Deswegen haben wir die Zentren für digitale Unterrichtskonzepte, Unterrichtspraxis auf den Weg gebracht. Das alles sind Lehren aus der Pandemie. Und diese Lehren, diese Konzepte stellen wir heute hier zur Debatte. Es ist schade, dass da so wenig drauf eingegangen wurde. Und eine ganz wichtige Botschaft des heutigen Vormittags ist auch leider bisher viel zu wenig von der Opposition wahrgenommen worden, nämlich dass wir Digitalisierung mit der großen Herausforderung der Bildungspolitik unserer Zeit zusammendenken. Denn für uns ist Bildungspolitik auch immer das Schaffen von Chancengerechtigkeit. Die großen Studien der Vergangenheit haben gezeigt, dass unser Bildungssystem nicht gut genug die Schülerinnen und Schüler aus prekären Verhältnissen fördern konnte. Kurzum, die Herkunft der Schülerinnen und Schüler und ihr Bildungserfolg waren in unguter Weise verknüpft gewesen. Und deswegen hat die Koalition aus CDU und Grünen in ihrer gemeinsamen Arbeit immer die Förderung dieser Schülerinnen und Schüler besonders herausgestellt. Und es war deswegen auch der Setzpunkt der Grünen in der Schulpolitik in dieser Wahlperiode, dass wir gesagt haben, das Landesprogramm, die besten Schulen an den Orten mit den größten Herausforderungen, setzen wir als ersten Setzpunkt in dieser Wahlperiode, weil es uns eben wichtig ist als Koalition, dass wir kein Kind zurücklassen und dass wir Bildungsgerechtigkeit für alle Schülerinnen und Schüler herstellen. Und weil die Verbesserung der Chancengerechtigkeit die zentrale Triebfeder bei unserer Schulpolitik ist, ist es eben auch die zentrale Triebfeder bei der Umsetzung von Digitalisierung in der Schule. Wir wollen deswegen erreichen, dass die Digitalisierung Lehrkräfte
im Unterricht entlastet, sodass sie mehr Zeit haben für individuelle Förderung, für Diagnose bei Schülerinnen und Schülern. Wir wollen, dass die Medien gezielt dafür ausgewählt werden, dass selbstorganisiertes und selbstmotiviertes Lernen der Schülerinnen und Schüler verbessert wird, dass Schülerinnen und Schüler im eigenen Tempo lernen können, dass mehr projektbezogen unterrichtet werden kann. Und wir wollen, dass gezielt solche Software eingesetzt wird, die die Diagnose von Lehrerinnen und Lehrern unterstützen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit den Pool-Lösungen, die Kollege Feilmann schon richtig dargestellt hat, dass wir dort einfachen Zugriff ermöglichen, dass wir den Lehrerinnen und Lehrern einen einfachen Zugriff auf die richtigen Medien für das jeweilige Fach ermöglichen. Und von daher kann ich nicht erkennen, werte Kollegin Geis, dass Sie, sage ich mal, von uns enttäuscht worden wären, dass zu wenig Taten auf den Weg gebracht worden wären. All das, was Kollege Feilmann Ihnen zum EduPool, zum Schulportal, übrigens dort den Hinweis, dass das, was Kollegin Kuhler da vorgetragen hat, dass das, glaube ich, ein bisschen vertagt ist, dass das nicht mehr der letzte Stand ist. All das ist doch da. Sie können sich das anschauen. Diese Pools sind vorhanden. Das Schulportal ist vorhanden. Die Unterstützung für die Lehrerinnen und Lehrer ist vorhanden. Und man kann darauf zugreifen. Ich lade Sie herzlich ein. Sie brauchen dafür nicht mehr einen Benutzeraccount, sich das einmal anzuschauen. Dort ist schon viel auf den Weg gebracht worden. Aber wir wissen auch, dass wir das noch weiter ausbauen wollen, dass wir dort noch besser werden können. Und diesen Anspruch formulieren wir auch mit dieser Initiative heute. Und es ist doch vollkommen klar, die beste technische Ausstattung kann nur dann erfolgreich eingesetzt werden, wenn sie von den Lehrerinnen und Lehrern angenommen wird. Und deswegen haben wir, und auch da mal eine kleine Erinnerung, schon vor Beginn der Pandemie uns auf das Thema Fortbildung konzentriert. Wir haben im Haushalt 1920, also genau zum Jahreswechsel 1920, den Bereich Fortbildung verdoppelt, also noch vor der Pandemie. Und ich, werte Kollegin Geis, möchte Sie darauf hinweisen, Sie waren vielleicht bei der Fragestunde gestern nicht mit dabei. Der Kollege Degen hat das in seiner Zusatzfrage, hat das in höchsten Tönen gelobt, dass dieses Fortbildungsangebot doch ganz hervorragend. Ich habe mir das heute Morgen noch einmal angehört, was du da gesagt hast, lieber Christoph. Hervorragend. Also von daher, diese Verdopplung der Mittel, die über 2000 Fortbildungsangebote im Jahr. Das alles zeigt doch, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, die Lehrerinnen und Lehrer zu unterstützen, dass wir wissen, wir müssen die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen. Und all das bringen wir damit auf den Weg. Und auch dort sind wir auf jeden Fall bereit und willig, immer besser zu werden. Und die Digitalisierung bietet natürlich auch Möglichkeiten, von traditionellen Unterrichtskonzepten abzuweichen. Daher war es doch folgerichtig, dass wir die Zentren für digitale Unterrichtspraxis im Bereich der selbstständigen Schulen, genauer gesagt im Bereich der pädagogisch selbstständigen Schulen, unterzubringen. Denn wir schaffen mit diesem Programm neue Freiheitsgrade, die schulische Praxis weiterzudenken und zu weiter und zu entwickeln. Da fand ich im Übrigen auch die Aussagen von Kollegen Kuhler, die sich ja sehr kritisch mit Selbstständigkeit von Schulen auseinandergesetzt hat, sehr entlarvend. Wir glauben, wir haben den Ansatz, dass Schule dann gelingt, wenn wir von Landesseite die unterstützenden Strukturen herstellen, indem wir Ressourcen bereitstellen, aber dass Schulentwicklung am besten dann funktioniert, wenn zu diesen unterstützenden Faktoren von Landesseite vor allen Dingen Freiheit der Schulen für eigene Konzepte steht. Das ist für uns Schulpolitik aus einem Guss. Wir glauben an die Eigenverantwortung, an die Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer. Wir wissen, dass die Schulen am besten wissen, wie es geht. Und von daher ermöglichen wir Freiheitsgrade für unsere Schulen. Und nicht unerwähnt bleiben darf in solch einer Debatte, dass auch die neuen Medien natürlich so viele Möglichkeiten sie schaffen, auch eben Gefahren bürgen und dass deswegen Medienbildung untrennbar zur digitalen Bildung dazugehört. Denn wir haben erkannt, dass
digitale Medien ein hohes Sucht- und Ablenkungspotenzial haben, dass in den sogenannten sozialen Medien Filterblasen geschaffen sind, in denen Menschen in Parallelrealitäten leben. Und von daher ist es ganz wichtig, dass Schule auch das adressiert, dass hier junge Menschen stark gemacht werden, einen richtigen Umgang mit den Risiken zu erlernen, auch wenn wir ganz klar sagen müssen, dass die Schulen mit dieser wichtigen Aufgabe nicht alleingelassen werden dürfen. Der Einsatz digitaler Medien im Unterricht kann viel erreichen, was zur Qualitätsentwicklung an unseren Schulen führen kann, insbesondere zur Individualisierung und zur Eigenverantwortung von Schülerinnen und Schülern kann das helfen. Unser zentrales Ziel ist, dass die Digitalisierung dazu hilft, mehr Bildungsgerechtigkeit in unserem Land herzustellen. Und dazu haben wir heute Konzepte auf den Weg gebracht, und die werden wir konsequent weiterverfolgen. Vielen Dank, Herr Maib. Nächster Redner ist der Abg. Promny für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Titel des Setzpunkts der CDU klingt zunächst schön. Chancen der Digitalisierung nutzen für mehr Bildungsgerechtigkeit und individuelle Förderung. Ich hoffe, die Landesregierung versteht diesen Titel auch als Weckruf, meine Damen und Herren. Denn eine Beschreibung des Zustands der Arbeit dieser Landesregierung ist ja jedenfalls nicht. Deswegen gehe ich jetzt mal im Einzelnen auf die 5 Punkte im Antrag ein. Mit dem ersten Punkt stimmen wir grundsätzlich überein. Digitale Bildung birgt Chancen für die Bildungsgerechtigkeit, für die individuelle Förderung und für die Nutzung von Bildungspotenzialen. Aber all das, was hier wirklich etwas bewegen würde, nämlich der Einsatz von KI, neue Raumkonzepte, größere Flexibilität an den einzelnen Schulen, all das wird in Ihrem Antrag nicht erwähnt, meine Damen und Herren. Und so muss ich dann auch schon beim zweiten Punkt Wasser in den Wein gießen. Das Programm Digitale Schule war vielleicht ambitioniert gedacht, aber es schleppt sich in den letzten Jahren eher so vor sich hin. Und einige wichtige Punkte wurden zunächst gar nicht berücksichtigt. Beispiel WLAN, WLAN-Versorgung an den Schulen. Hier hieß es immer wieder, Sie können keine Aussage darüber treffen, wie der Ausbauzustand an den Schulen tatsächlich sei, weil das ja die Sache des Schulträgers sei. Nach monatelangem Nachfragen jetzt immerhin die Kehrtwende. Es wird eine Taskforce eingesetzt, die den aktuellen Stand ermittelt. Und das wissen wir aus einer kleinen Anfrage, die Sie jetzt nach fast einem Jahr beantwortet haben. Unglaublich, unglaublich. Ja, und beim Digitalpakt Schule rühmen Sie sich dann konstant mit den 25% Eigenmitteln. Kollege Fallmann hat es ja sehr eindrucksvoll gemacht. Und dann hat er aber auch wieder großzügig den entscheidenden Teil der Wahrheit weggelassen, nämlich, dass hier die Schulträger kräftig zur Kasse gebeten werden, meine Damen und Herren. Ende letzten Jahres konnte dann endlich die freudige Nachricht überbracht werden, dass zumindest alle Mittel durch die Anträge gebunden sind. Das ist zwar noch nicht ausgezahlt, aber immerhin ein erster guter Schritt. Punkt 3. Die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften im Bereich der Digitalisierung zu verbessern, halten wir grundsätzlich für sinnvoll. Nur ist hier einfach kein Konzept erkennbar, liebe Landesregierung. Wir haben im Rahmen des Lehrkräfteausbildungsgesetzes schon darüber diskutiert. Es reicht nicht einfach nur, den Begriff Digitalisierung zu verankern und dann zu meinen, damit sei alles gesagt. Ein Konzept fehlt. Ja, Kollege Fallmann, Kollege May, ein Konzept fehlt auch bei den Materialsammlungen.
Ja, es gibt EduPool, es gibt Mundo, es gibt Wir lernen online, es gibt Plattformen, es gibt Open Educational Resources, es gibt die Best Practice Beispiele und die Materialien der etablierten Verlage. Aber was es nicht gibt, ist seitens der Landesregierung ein Konzept. Das gibt es nicht. Und wie diese Plattformen miteinander verknüpft werden sollen, ist nach wie vor vollkommen offen. Und was wir nicht brauchen, sind 3-, 4-, 5-fach Strukturen, die man dann natürlich immer wieder schön politisch verkaufen kann. Aber am Ende des Tages findet sich keiner mehr damit zurecht. Und das ist doch die Wahrheit. Und in Punkt 4 versuchen Sie dann, irgendwie Ihre pädagogisch selbstständige Schule zu retten. Herr Kollege Mayer hat es ja sehr eindrucksvoll versucht, hier darzustellen. Ein Projekt, das, sind wir doch mal ehrlich, seit der Einführung sozusagen in Zeitlupe an die Wand fährt, meine Damen und Herren. Die pädagogisch selbstständige Schule soll jetzt nun um die Möglichkeit einer Einrichtung von Zentren für die digitale Unterrichtspraxis ergänzt werden. Ja, also Herr Kollege May, wir haben bereits Schulen in Hessen, die digitale Vorreiter sind. Wir haben Schulen, die ihre Pädagogik auf neuartige Formate angepasst haben, die beispielsweise die Wände für Gruppenarbeitsflächen rausgerissen haben, Teppichboden verlegt haben für bessere Lernatmosphäre, die Musik machen, die Graffiti sprayen, die Theater spielen und das alles sogar noch mit digitaler Bildung verknüpfen. Das gibt's. Beispielsweise die Richtsbergschule in Marburg ist eine solche Schule. Lernen Sie doch einfach von den bereits vorhandenen Strukturen. Lernen Sie von den Schulleitungen und Lehrkräften, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, statt Ihre Energie dafür zu verschwenden, Ihr gescheitertes Lieblingsprojekt zu retten. Unterstützen Sie die Leuchtturmprojekte in diesem Land bei der digitalen Bildung. Gerne, da sind wir doch dabei. Aber wir müssen hier nicht das Rad neu erfinden. Und nun zum letzten Punkt. Auch hier verwenden Sie ja sozusagen eine sachzwangreduzierte Ehrlichkeit. Es gab nun mehrfach Medienberichte darüber, dass viele iPads ungenutzt herumfliegen. Ein Problem sind hier sicherlich auch fehlende Kenntnisse, die man mit einer Fortbildungsinitiative auffangen muss. Die interessante Zahl ist also nicht, wie viele Leihgeräte Sie bestellt und ausgeliefert haben. Das ist ja kein Erfolg der Landesregierung. Der Bund hat hier den Löwenanteil finanziert und die Schulträgerbestellung und Verteilung organisiert. Die interessante Frage ist doch, wie viele Lehrkräfte nutzen diese iPads und für was? Jahrelang die Zahl der gelieferten iPads zu vermarkten, kann nicht das Ziel sein. Wir wollen gute Bildung, digitale Bildung an unseren Schulen und keine iPads im Keller verstauben lassen, meine Damen und Herren. Ich erinnere in diesem Zusammenhang noch einmal an die ICILS-Studie, eine internationale Vergleichsstudie zu computer- und informationsbezogenen Kompetenzen. Ein Drittel der Schülerinnen und Schüler in Deutschland verfügt nur über sehr rudimentäre computerbezogene Kenntnisse. Auf der anderen Seite gibt es kaum eine Leistungsspitze. Aber, meine Damen und Herren, bei einem Setzpunkt wie diesen wundert mich das auch nicht. Während wir hier über bestellte Endgeräte diskutieren, hat sich die Welt längst weitergedreht. So hat beispielsweise die Studie KI at Bildung ausgewertet, wie der Ist-Stand des Einsatzes von KI in der Bildung sich darstellt. Das Ergebnis ist ernüchternd. Über die Hälfte der Programme, die weltweit am Markt verfügbar sind, stammen aus den USA oder China. Man geht davon aus, dass das einerseits an technologischen Standortstärken wie dem Silicon Valley liegt, aber andererseits eben auch an bildungskulturellen Unterschieden. Ich will damit nicht sagen, dass es keine datenschutzrechtlichen und ethischen Fragestellungen damit gibt, die man auch bedenken muss. Aber es kann nicht sein, dass man sich deshalb gar nicht erst auf den Weg macht oder so langsam läuft, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Also wenn man Corona überhaupt irgendetwas Positives abgewinnen kann, dann ist es doch die Überzeugung, dass wir das digitale Lernen brauchen.
Wir sind immerhin gestartet, und wir schaffen die notwendige Infrastruktur. Aber wir dürfen jetzt auch nicht nachlassen. Der Zustand gerade kann uns nicht zufriedenstellen. Chancen der Digitalisierung nutzen. Dieses Ziel haben Sie in Ihren 5 Punkten noch lange nicht erreicht. Visionäre Vorstellungen sind nicht zu erkennen. Progressive Ansätze, ein ausgearbeitetes Konzept für Aus-, Fort- und Weiterbildung oder eine Projektgruppe Künstliche Intelligenz fehlen gänzlich. Bildungsgerechtigkeit und individuelle Förderung werden Sie so nicht erreichen. Vielen Dank, Herr Kollege Promny. Zu einer Kurzintervention gemeldet hat sich der Abgeordnete May. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Es ist ja in der Debatte schon manchmal das Wort Faktencheck aufgetaucht. Und da bei der Ausführung des Kollegen Promny bin ich dann doch ein bisschen irritiert gewesen. Denn Sie haben sozusagen als Kronzeugen für Ihre Argumentation eine Schule genommen, die Richtsberg-Schule, die ja gerade pädagogisch selbstständige Schule ist, Herr Kollege Promny. Also all das, was Sie sozusagen meinen, vor die Wand gefahren sei, wurde erst möglich, nämlich eben gerade die eigenverantwortlichen Unterrichtsformen, das Auflösen des Klassenverbandes, wurde erst durch die pädagogische Selbstständigkeit ermöglicht. Von daher verstehe ich Ihre Argumentation nicht. Und insgesamt würde ich mir von Ihnen auch wünschen, gut, ich würde mir auch wünschen, dass noch mehr Schulen im Bereich Selbstständigkeit und pädagogische Selbstständigkeit sich auf den Weg gemacht hätten. Das gebe ich Ihnen gerne zu. Wobei Sie mit den 18 Schulen im Übrigen auch nicht das richtige Datum nennen, denn Sie dabei nämlich die Schulen außer Acht lassen, welche nicht nur im pädagogisch selbstständigen Bereich, sondern insgesamt im selbstständigen Bereich sind, aber Elemente der pädagogischen Selbstständigkeit aufgenommen haben. Da sind es nämlich dann doch ein bisschen mehr. Aber geschenkt. Natürlich, noch mehr Selbstständigkeit wäre gut. Aber ich habe nicht verstanden, wo ist denn eigentlich Ihr Problem mit der Selbstständigkeit? Wo ist Ihr inhaltliches Problem mit den digitalen Zentren in der pädagogischen Selbstständigkeit? Und das würde ich Sie doch mal bitten, hier zu erläutern, ob das ein gutes Konzept ist, dass Schulen sich selbstständig auf den Weg machen können oder nicht. Ich kann mich erinnern, dass in vergangenen Jahren Schulpolitiker Ihrer Fraktion die Selbstständigkeit in diesem Hause vertreten haben und das für ein vertretenswertes Konzept hielt. Wäre jetzt irgendwie enttäuschend, wenn Sie sich davon verabschiedet hätten. Wir jedenfalls glauben, dass Schule dann sich gut entwickeln kann, wenn wir ihr Freiheitsgrade geben, wenn wir Neues ermöglichen. Und deswegen halten wir am Konzept der Selbstständigkeit und auch an der pädagogischen Selbstständigkeit fest. Vielen Dank, Herr May. Herr Kollege Promny, Sie können reagieren. Bitte schön. Oh. Da muss ich mir aber Sorgen machen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist natürlich richtig, dass die Freien Demokraten die selbstständige Schule eingeführt haben und dass die selbstständige Schule an sich auch etwas Gutes ist. Das bestreitet doch auch niemand. Das bestreitet niemand hier in diesem Hause. Das bestreitet niemand. Was ich aber, worauf ich hingewiesen habe, und da hat der Kollege May einfach nicht richtig zugehört, worauf ich hingewiesen habe, ist die unlautere Verknüpfung des Projektes pädagogisch selbstständige Schule, die ja, sind wir mal ehrlich, also 18 Schulen, bei 150, die Sie insgesamt erreichen wollen, ist nicht wirklich eine Erfolgsbilanz. Das muss man an der Stelle auch mal festhalten. Worauf ich hingewiesen habe, Herr May, und da sollten Sie vielleicht mal die Ohren etwas säubern, ist die Tatsache, dass Sie jetzt zwei Dinge miteinander vermengen. Sie vermengen jetzt die pädagogisch selbstständige Schule mit ihren wie nennen Sie das? Einrichtung von Zentren für die digitale Unterrichtspraxis. Das wollen Sie jetzt vermengen und damit darüber hinwegtäuschen, dass Sie eigentlich mit Ihrem Projekt pädagogisch selbstständige Schule gescheitert sind. Vielen Dank, Herr Promny. Für die Landesregierung hat jetzt das Wort Herr Staatsminister Professor Lotz.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der digitale Wandel ist gleichermaßen Herausforderung wie Chance. Das gilt für unsere Gesellschaft insgesamt, aber natürlich in besonderer Weise für unsere Schulen. Und das galt natürlich auch schon vor Corona. Aber natürlich hat die Pandemie im Bereich der Digitalisierung dafür gesorgt, dass dieser Prozess eine ganz besondere Dynamik gewonnen hat. Es war so eine Art Turboschub. Und das verstärkte Drehmoment, das dieser Schub hervorgerufen hat, um mal bei dieser Metapher zu bleiben, konnten wir aber auch nur deshalb erfolgreich auf die Straße bringen, weil es bereits Grundlagen und entsprechende Maßnahmen für die Digitalisierung gab. Ich erinnere an das Landesprogramm Schule der Zukunft. Der Grundstein für eine kontinuierliche Ausstattungsförderung, pädagogische Projekte und Fortbildungsangebote zur Unterrichtsgestaltung. Das gab es sogar schon vor 2016. Im Jahr 2016 haben sich dann alle Länder in der Kultusministerkonferenz auf die Strategiebildung in der digitalen Welt verständigt, um die Schulen für den digitalen Wandel zu rüsten. Und daraus haben wir in Hessen das Programm Digitale Schule Hessen als abgestimmtes Gesamtkonzept gemacht. Natürlich waren wir damit im März 2020, als das Coronavirus zuschlug, noch nicht fertig. Und vor allem hat in all diesen Strategien niemals jemand an die Möglichkeit oder gar an die Notwendigkeit von Distanzunterricht gedacht. Deswegen mussten alle an Schule Beteiligten in kürzester Zeit immense Anstrengungen unternehmen und grundlegende Umstellungen ins Werk setzen. Lehrkräfte mussten ihren Unterricht von Grund auf neu denken. Schülerinnen und Schüler mussten sich ganz neuen Kompetenzanforderungen stellen. Schulleitungen mussten den Unterrichtsbetrieb in ganz anderen Strukturen organisieren, die auch die Bildungsverwaltung erst neu entwickeln musste. Aber auch die Hessische Landesregierung hat mit vielfältigen Maßnahmen sowohl die technische Ausstattung der Schulen als auch die Unterrichtsgestaltung so grundlegend verändert, wie noch keine Landesregierung zuvor, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das wird auch nach Corona und wenn der Präsenzunterricht wieder vollumfänglich hergestellt ist, dafür sorgen, dass Schule und Unterricht nach der Pandemie eine andere sein werden als zuvor. Und gleichzeitig zeigen uns die Erfahrungen aus der Pandemie, dass Hessen mit dem ursprünglichen Programm Digitale Schule Hessen und vor allem mit der darin enthaltenen Verzahnung von Pädagogik und Technik von Anfang an die richtigen Schwerpunkte gesetzt hat. Beginnen wir mit der Technik, auch wenn die Zahlen natürlich sattsam bekannt sind, aber man kann sie trotzdem nicht oft genug wiederholen. 650 Millionen Euro Investitionsvolumen, das ist ein gewichtiger Finanzrahmen dafür. Er hat schon viel bewirkt und er wird auch noch weiter Gutes bewirken. Alle kommunalen Schulträger haben mittlerweile ihre Förderanträge für die Infrastrukturmaßnahmen eingereicht. Also wenn es um die Gigabit-Anbindung geht, wenn es um den WLAN-Anschluss geht, wenn es um die Ausstattung der Unterrichtsräume geht. Und dass noch nicht alle Gelder abgeflossen sind, das ist schlicht und ergreifend der Tatsache geschuldet, dass beispielsweise die Baufirmen, die die Kabel verlegen müssen, nicht überall sofort verfügbar waren oder sind. Aber dass das alles auf dem Weg ist, dass das alles geplant ist, dass es übrigens auch alles einem Konzept entspringt, das kann man wohl nach dieser Bilanz nicht mehr bestreiten. Das gilt auch für die digitalen Endgeräte. Auch da muss ich jetzt die Zahlen nicht wiederholen. 160.000, die insgesamt angeschafft und ausgeliefert sind. Die Schülerendgeräte sind übrigens auch komplett verteilt und werden genutzt. Bei den Lehrerendgeräten, da haben wir noch ein paar über, das stimmt. Aber woran liegt das denn, meine Damen und Herren? Es liegt daran, dass wir, und dafür haben Sie mich in diesem Hause hier bei früheren Debatten mal lächerlich zu machen versucht, es liegt daran, weil natürlich viele Lehrkräfte auch es bevorzugen, ihre privaten Geräte, die sie selber konfiguriert haben, die auf sie eingestellt sind, zu nutzen. Wir haben das Prinzip etabliert, dass jede Lehrerin und jeder Lehrer jetzt Anspruch auf ein dienstliches Leihgerät hat. Aber es bedeutet nicht unbedingt, dass sie diesen Anspruch wahrnehmen müssen. Und wenn sie mit ihren eigenen Geräten, weil sie mit denen besser zurechtkommen, weil die auf sie eingestellt sind, den Unterricht entsprechend gestalten, dann ist daran überhaupt nichts auszusetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will die Gelegenheit nutzen, um auch noch einmal zu betonen, diese ganze Ausstattungsoffensive funktioniert nur im engen Schulterschluss aller Beteiligten. Das sind Bund, das sind die Länder, das sind die Kommunen als Schulträger. Und wir werden auch weiterhin gemeinsam Verantwortung tragen müssen, um den Betrieb der aufgebauten Infrastrukturen dauerhaft zu sichern, um Ersatzbeschaffungen zu ermöglichen, um professionelle Supportangebote machen zu können. Und deswegen stehen wir natürlich auch als Partner, als starker Partner für einen Digitalpakt 2.0 bereit. Meine Damen und Herren, das Schulportal Hessen ist unser zentrales Landesangebot für ein modernes, plattformgestütztes Lernen.
Wir haben es beschleunigt ausgebaut. Das wird jetzt von 97% der weiterführenden Schulen genutzt und auf die neueste technologische Basis gestellt. Da gibt es Anwendungen wie Mein Unterricht, die es den Lehrkräften ermöglichen, Kurshefte zu führen und Materialien mit Hausaufgaben direkt an Schülerinnen und Schüler zu verteilen. Da gibt es das Lernmanagementsystem Moodle, das die Bereitstellung von Aufgaben und Angeboten erlaubt, einen interaktiven Austausch in Chats und Foren ermöglicht und die didaktisch sinnvolle Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen. Solche virtuellen Lernräume, das wissen wir nach 2 Jahren Pandemie, können die persönlichen Begegnungen nicht ersetzen. Aber sie bieten zahl- und facettenreiche Möglichkeiten zum selbstständigen Lernen, für kollaboratives Arbeiten und ein qualifiziertes Feedback von Seiten der Lehrkräfte. Viele geprüfte Lernmaterialien und Lernapplikationen stehen schon heute über das Schulportal bereit. Etwa der Texteditor Edopool, Powtoon, mit dem man kleine Videos aus Grafiken und Texten erstellen kann, oder EduCreations für die Gestaltung von Erklärvideos mit dem iPad. Mathe-Retter ist schon erwähnt worden. Die Mediathek Edopool der Hessischen Medienzentren ist auch erwähnt worden. Und ich will noch einmal an einem Beispiel darauf hinweisen, wie aktuell diese Mediathek auch etwa bestückt wird mit Materialien. Da gibt es zum Beispiel jetzt ein Themenspezial zur Berliner Wannsee-Konferenz, deren Jahrestag wir erst vor kurzem gedacht haben. Und, meine Damen und Herren, ich will auch nicht unerwähnt lassen, was für Projekte wir gemeinsam mit den anderen Ländern schon am Start haben oder gerade auf den Weg bringen. Frau Kollegin Prien hat in der schleswig-holsteinischen KMK-Präsidentschaft dieses Jahr das Motto ausgerufen, Lehren aus der Pandemie ziehen. Und das wird sich gerade in diesem Bereich der Digitalisierung niederschlagen. Das Online-Portal Mundo ist schon erwähnt worden, weil das schon am Start ist. Da stehen schon heute im Moment etwa 43.000 Medien zur Verfügung und das wird beständig weiter ausgebaut. Aber wir entwickeln ja noch viel mehr. Wir entwickeln VIDIS, einen Vermittlungsdienst für Schulen, damit Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler datenschutzkonform auch auf Materialien der Bildungsmedienanbieter zugreifen können. Wir arbeiten an EduCheck, einem System zur Prüfung der digitalen Bildungsmedien. Ein spezielles Portal für berufliche Bildung ist in der Entwicklung. Und dann gibt es noch so Kleinigkeiten wie beispielsweise das Lernmanagementsystem DIGLU, speziell für die Kinder beruflich Reisender. Natürlich hätte ich auch gerne schon zum Beginn dieses Schuljahres ein landeseigenes Videokonferenzsystem gehabt. Das haben übrigens bis jetzt nur Bayern und Nordrhein-Westfalen, also die beiden größten Bundesländer. Aber da wäre ich gerne dabei gewesen. Das hätten wir auch geschafft. Aber es ist leider vor Gericht gescheitert. Deswegen brauchen wir jetzt etwas länger. Nur, liebe Frau Kollegin Geis, noch einmal zum Thema Salami. Also, dass Sie jetzt von mir erwarten, dass ich über Gerichtsurteile schon berichte, bevor sie überhaupt ergangen sind, das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu viel verlangt, was meine prognostischen Fähigkeiten anbetrifft. Und viel entscheidender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist doch etwas anderes. Die Schulen haben Videokonferenzsysteme. Sie können sie nutzen, bis dieses Verfahren, wann und wie auch immer, abgeschlossen ist. Der Datenschutzbeauftragte ist damit einverstanden, das Land bezahlt die Lizenzen. Also wo ist das Problem in der Praxis oder im Feld da draußen? Das ist doch alles nur eine Chimäre, die hier aufgebaut wird. Über unsere Fortbildungsangebote für Lehrkräfte haben wir schon gesprochen. 50 Veranstaltungen pro Woche habe ich gestern in der Fragestunde vortragen dürfen. Das ist eine stolze Zahl. Und wenn wir noch einmal auf das Schulportal zurückkommen, nur damit wir auch ein praktisches Beispiel haben, da gibt es im Schulportal einen Wochenplan Fortbildung. Und da werden täglich praxisnahe Fortbildungen im Format von 30 bis 120 Minuten angeboten zur Medienbildung und zur Gestaltung von kompetenzorientierten Lernarrangements mit digitalen Medien. Und wie gut das alles ist, was wir hier auf die Beine gestellt haben oder noch dabei sind, auf die Beine zu stellen, das hat ja am besten der Beitrag des Kollegen Promny gezeigt. Denn wenn man an all dem, was da draußen im Feld unterwegs ist und gerade passiert, nichts zu kritisieren findet, dann sagt man halt, naja, aber dahinter müsste irgendwie noch ein übergreifendes Konzept stehen. Die Frage ist, meine Damen und Herren, wie komme ich denn überhaupt zu so vielen guten Maßnahmen, wenn ich kein Konzept dahinter habe? Aber das ist eine Frage, über die die Opposition noch einmal in Ruhe weiter nachdenken kann. Meine Damen und Herren, wir sehen Digitalisierung als Teil der Schul- und Unterrichtsentwicklung und ganz unabhängig von der Pandemie als festen zukünftigen Bestandteil des regulären Präsenzunterrichtsbetriebs.
Und um das weiter voranzubringen, haben wir eben auch im August 2021 allen allgemeinbildenden Schulen die Möglichkeit gegeben, jetzt als Zentren für digitale Unterrichtspraxis den Weg in die Selbstständigkeit zu wählen und damit auch Strahlkraft für andere Schulen zu entfalten. Und ich lasse mal die ganze Auseinandersetzung über die Frage des selbstständigen Status beiseite. Die hat mich eher ein wenig amüsiert, gerade eben. Aber dass Schulen diese Selbstständigkeit nutzen, um ganz speziell sich als Zentren für digitale Unterrichtspraxis zu etablieren, das wird noch wegweisende Funktion haben. Und da werden wir auch Bewerbungen bekommen, meine Damen und Herren. Das werden Sie sehen. Herr Minister, die Fraktionsredezeit ist mittlerweile abgelaufen. Vielen Dank, Herr Präsident, für diesen Hinweis. Dann komme ich gerne zum Schluss. Mit diesen Meilensteinen verankern wir modernes, zeitgemäßes Lehren und Lernen an den hessischen Schulen und gestalten die Schule der Zukunft. Und das wird eine gute, das wird eine helle, das wird eine erfolgreiche Zukunft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Prof. Lorz. Damit sind wir am Ende der Aussprache des Tagesordnungspunktes 72.